Seid Freunde der Outdoor-Unterhaltung und Angelfischerei. Ich begrüße euch zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Jetzt brauche ich mal ein bisschen Schnur. Jo, Leute, wie ihr es in den Aufnahmen gerade gesehen habt, bin ich mal wieder am Wasser. Ausnahmsweise mal an einem Stillgewässer und Ziel ist heute, einen Karpfen zu fangen. Ein Karpfen haben wir ja gerade schon schön schwimmen sehen. Das war, glaube ich, auch ein weißer Graskarpfen. Den gibt es nur einmal in diesem Gewässer. Das Ding ist gefühlt 1,10 Meter groß und dahin stehen auch wieder ein paar Karpfen. Sehr schön, die kommen langsam an meinen Futterplatz. Ich habe hier nämlich schön angefüttert. Weil hier gibt es nur einen Fleck, wo man angeln kann. Und ja, da habe ich gerade schön angefüttert. Jo, die erste Rute ist draußen. Das ist eine Matted Feeder Montage. Wer sich darunter jetzt nichts vorstellen kann, das ist, ich zeige euch das mal, das ist so ein Teil hier. Da presst man mit so einer Form das Futter rein und dann kann man da oben drauf den Haken mit dem Boilie draufstecken oder mit Mais auf Haar und so weiter und so fort. Und die zweite Route werde ich mit einer stinknormalen, oh, da schwimmt er wieder, der weiße Graskarpfen. Ich glaube, ein bisschen in die Richtung von meinem Futterplatz. Ich habe die Drohne jetzt schon hier geparkt, schade. Aber vielleicht stellt er sich hier wieder hin, mal gucken. Ich war gestern nämlich schon mal hier, habe hier schon sehr dolle Fischkontakt gehabt. Einfach nur ein imposantes Tier. Ja, der lenkt mich ab. Ja, die zweite Montage wird auf jeden Fall eine Grundmontage werden. Ähnlich der Montage, wie ich sie eigentlich immer fische. Nur, dass ich jetzt anstelle des Futterkorbs ein Bleistück dran mache. So, Leute, das wäre mal Montage Nummer 2. Mein Karmabolt Run Kit mit einem Gewicht. Das ist übrigens ein ausrangierter Futterkorb von mir, von Corum. Ja gut, ein 120 Gramm Korb ist für hier zwar ein bisschen zu viel, aber ja, dass da selbst hakt, Effekt vielleicht ein bisschen größer. Ja, dann das Rig. Ist wie üblich eine Haarmontage. Ah, wartet mal. So. Eine Haarmontage mit einem 6er Haken, ein 15 mm Boilie und eine kleine kaputte bzw. halbe Tigernuss. Da drüben schwimmt gerade einer rum, hoffentlich nicht hier drin. Sonst werde ich fuchsig. Ja Leute, die Route geht jetzt auch ins Wasser und dann heißt es erstmal warten. Thank you.
Der ist da rüber gemacht ins Kraut. Na, komm her, Großer. Ja, kommt langsam. Ich lenke ein bisschen her, den dicken. Ja. Leute, da ist er. Oder? Schleier? Spiegel. Okay. Ah ne, ich hab grad bloß was Rundes gesehen. Dachte so, Schleier. Ah ne, Spiegler. Da ist er. Komm, den Kescher rein. Komm. Jawoll. So, Leute, der Karpfen hat noch ein bisschen Bock. Aber hier ist er. Ein wunderschöner Spiegelkarpfen. Aus Stillgewässer. Zentimeter lang. Jo, Leute, Ruten rein, weiter geht's, der kommt in die Pfanne. Ja, oh, der ist gut. Nicht eskalieren. Warte. Nee, mach ich nicht. Ach, das geht noch. Die sah schon schlimmer aus, die Route. So, einmal Karpfen. Fisch Nummer 2. Oder? Hey. Oder hängen wir wieder? Nee, danke. Also, das ist immer drin. Ja, stimmt. Warte, ja, warte. Geil, Alter. Warte, lass, mach ganz vorsichtig. Ich glaube, ich habe. Alter, und das halbe Feld hier mit abgemäht, mit dem Karpfen. Da brauchst du mal bald eine neue Schnur. So, der Karpfen Nummer 2. Und hier zeigt er uns schön seine Flossen. Oder auch nicht mehr. Ja, noch ein schöner Spiegelkarpfen. Spiegelt sich schön in der Sonne. Ja, tolles Tier. 64 cm. Ja, der kommt auch in die Pfanne. So, Leute, ich hatte bis eben noch Besuch vom Marco und der Christiane gehabt. Ja, auch zwei Angler hier bei mir aus dem Stadtgebiet. Ja, für heute haben wir uns einfach mal zum Karpfenangeln verabredet. Beziehungsweise, die standen mir ein bisschen bei beim Karpfenangeln, haben mich ein bisschen unterstützt, auch mit selbst hergestellten Boilies. Die machen die beiden nämlich selber und auf Social Media sind die natürlich auch vertreten. Verlinke ich euch einfach mal hier überall. Genau. Boilies, das sind Boilies aus Insektenmehl. Sind schön süße Boilies und die liefern hier gerade richtig gut ab. Einen Karpfen habt ihr gesehen, haben wir leider verloren. Zwei haben wir fangen können. Und ja, mal gucken, was noch so geht. Die Ruten liegen wieder im Wasser. Ich bin hier jetzt alleine, also habe jetzt keine Unterstützung zum Keschern, aber es macht nichts. Das kriegen wir auch so hin. Ja, wenn der Karpfen nicht wieder ins Kraut rein schwimmt. Ja, nach 15 Minuten konnten wir den auch landen, den zweiten. Ja, der erste, der war da so ein bisschen ja, besser drauf gewesen. Aber beide Karpfen auf der Fiederrute und es hat ja. Das macht Spaß. Karpfen auf Fiederrute. Herrlich. So, Leute. Ich habe jetzt hier meinen Angelplatz geräumt. Räume jetzt nur noch ein paar Kleinigkeiten zusammen.
Und ja, Leute, dann geht's auch schon nach Hause. Den Karpfen verarbeiten. Den kann ich jetzt auch nicht länger hier rumliegen lassen. Der liegt zwar im Kühlen, aber ja, ich hätte den trotzdem schon zeitnah ja, verarbeitet. Okay, Leute, also wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, kommentiert das Video und schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr noch so sehen würdet. Ja, ich melde mich dann hiermit ab. Bis zum nächsten Video.